Rüdiger Harzer ist Mitorganisator dieser Crowdfunding-Aktion, bei der bisher rund 190.000 Euro zusammengekommen sind. Er zeigte sich schon vor dem Spiel sehr zufrieden. Dynamo Dresden ist einfach, gehört zum FSV Zwickau mittlerweile dazu. Die Freundschaft zwischen den Fans, zwischen dem Verein, zwischen den Städten vielleicht sogar, ist nicht mehr wegzudenken. Und deswegen sind wir unheimlich dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen haben. Und man hat es auch gesehen, wir sind überwältigt von der Resonanz. Die Fanfreundschaft zu Zwickau ist eben extrem. Und das ist eben ein gutes Beispiel für einen Fußball, auf Deutsch gesagt, dass man halt auch zusammenhält. Auf dem Platz ging es natürlich darum, die Form für die neue Saison zu finden. Die Dresdner haben ja selbstbewusst das Ziel Zweitliga-Aufstieg angekündigt und so legten sie auch los. Nach einer halben Stunde belohnte sich die SGD mit der Führung. Niklas Hauptmann drückt den Ball über die Linie. Hauptmann war auch wenige Sekunden später am 2:0 direkt beteiligt, tankt sich an Philipp Heller vorbei und Stefan Kutschke-Drafke kommt ins lange Eck zum 2:0 Halbzeitstand. Nach der Pause wurde kräftig durchgewechselt, der FSV dann auch gleich mal mit einer guten Offensivaktion über die Neuzugänge Kufur und Hermann. Doch Schiedsrichter Gaunitz entschied auf Abseits. Glück für die Dresdner, die direkt weiter Druck auf die Schwäne machten und der eingewechselte Manuel Schäffler traf kurz darauf zum 3:0 Endstand. Trotz der 0:3-Niederlage eine Woche vorm Regionalligastart zeigte sich der neue FSV-Trainer Rico Schmidt sehr zufrieden. Tolle Atmosphäre und meine Mannschaft, die Jungs haben sich größte Mühe gegeben, haben sich auch gestemmt, haben gerade in der zweiten Halbzeit noch mal ein bisschen mehr Mut gehabt, dann auch die Aktionen versucht zu Ende zu spielen und für uns war das ein perfektes Training. Dynamo Dresden dagegen macht einen eingespielten Eindruck zwei Wochen vor dem Drittligastart gegen Arminia Bielefeld am 5. August. Dieses Spiel sehen Sie übrigens live im Ersten.